Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Ref- und Out-Parametermodifizierer an, die eben eingesetzt werden können in Verbindung mit Wertetypen. Ja, wir haben ja schon angesprochen in vorherigen Videos, dass es in C-Sharp die Unterscheidung zwischen sogenannten Wertetypen, auf Englisch Value Types, und Referenztypen, eben Reference Types auf Englisch, gibt. Und Wertetypen sind eigentlich, wie gesagt, alle primitiven Datentypen bis auf String und Object. Und deswegen bauen wir uns hier doch einfach mal ein Int, damit wir sicher einen Wertetypen haben. Man kann, das möchte ich auch gleich noch erwähnen, in C-Sharp auch nicht nur Referenztypen bauen, indem man Klassen schreibt, sondern es gibt auch sogenannte Structs. Aber, und diese würden dann eben Wertetypen repräsentieren, aber die schauen wir uns genauer erst in einem späteren Video an, was da der Unterschied zu Klassen ist. Ja, wir haben hier den Wert 42 und ich schreibe hier jetzt eine manipuliere Wert 1 Methode. Und der gebe ich eben diesen Wert. Und danach gebe ich den Wert auf der Konsole aus. Wir stellen uns mal diese Funktion hier. Die kriegt eben diesen Typen hier. Und was ich hier mache, ist eben Wert, oder ich nenne es auch gleich mal anders, dass wir hier nicht in Übereinstimmungsprobleme kommen. Ich erhöhe den Wert um 5 und gebe ihn dann hier auf der Konsole aus. Ja, und dann schauen wir einfach mal durch dieses Programm durch. Wir machen hier die 42, rufen diese Funktion auf. Hier ist Zahl eben ebenfalls 42. Und wenn wir uns das hier jetzt anschauen, bekommt die Zahl den Wert 47 hier. Wir geben das natürlich dann auch auf der Konsole aus, also da steht dann 47. Wenn wir aber zurückspringen und hier den Wert ausgeben, ist dieser weiterhin 42, wie wir sehen. Also wir merken, wenn wir Wertetypen übergeben, wird offensichtlich nicht direkt dieser Wert hier manipuliert, sondern was wir hier eben vorfinden, ist das sogenannte Call-by-Value-Prinzip. Was hier beim Aufruf passiert ist eben, wir haben hier die 42 und dieser Wert innerhalb der Variablen wird in den neuen Parameter Zahl hier kopiert. Also auch hier steht dann 42 drin, wir haben quasi dann zweimal die 42 auf dem sogenannten Stack im Speicher. Wir erhöhen den Wert des Parameters und geben ihn dann aus, deshalb haben wir die 47. Wenn wir hier aber ankommen, ist der Wert in der Variablen hier oben immer noch 42. So, das kann man umgehen. Und dazu schreiben wir eben eine zweite Methode, die im Prinzip das gleiche macht, aber eben einen kleinen Unterschied hat. Und zwar setzen wir jetzt hier Ref mit ein. Wenn wir hier jetzt die Zahl erhöhen um 5, machen wir es mal um 7, oder was haben wir? Machen wir um 8, dann kennen wir einen deutlicheren Unterschied, wenn wir dann uns auf der Konsole das Ergebnis anschauen. So, wenn ich jetzt hier diese manipuliere Wert 2 Methode aufrufe, ebenfalls mit Wert, sehen wir schon, wir kriegen jetzt hier erstmal einen Compiler-Fehler, weil wir hier nämlich nicht angegeben haben, dass wir einen Referenzaufruf machen. Dazu gleich mehr. Wenn wir hier bei den Ref-Modifizierer mit angeben, dann heißt das, dass dieser Wert nicht mehr Call-by-Value sozusagen kopiert wird in Zielparameter, sondern dass hier tatsächlich die Adresse von 42 an diesen Parameter übergeben wird
und dass dann diese Manipulation beim Parameter auch Auswirkungen auf Wert hat. Damit ich mir aber als Aufrufer dessen bewusst bin, muss ich auch hier ref davor schreiben. Ja, damit signalisiert der Aufrufer, okay, ich weiß, das, was ich hier als Parameterwert übergebe, an dem kann manipuliert werden, weil wir eben hier durch diesen ref-Modifizierer einen Call by Reference machen. Im Prinzip genau das gleiche, wie wenn Sie statt einem tatsächlichen Int-Wert in C einen Pointer auf einen Int-Wert übergeben würden und diesen Pointer dann innerhalb der Funktion dereferenzieren würden und dann daran manipulieren. Genau das müssen wir hier eben nicht machen. Wir brauchen hier keine Pointer-Arithmetik, wie wir sehen, aber wir kennzeichnen eben dieses ref oder den Parameter mit ref, um genau zu sein, und dadurch wird eben hier der sogenannte Call by Reference ausgeführt. Und dadurch können wir natürlich auch nochmal durchdebuggen. Das obere ist uns natürlich klar. Jetzt wird es interessant, wenn wir hier reingehen, ist die Zahl eben wie gehabt 42, wie man sieht. Und wenn wir hier jetzt die Zahl manipulieren und es auf der Konsole ausgeben, landet dort natürlich die 50. Aber dieser Wert ist hier ebenfalls 50, wie wir jetzt hier erkennen können. Das heißt, am Ende des Programms sehen wir zweimal die 50 stehen. Und das ist eben der Nachweis dafür, dass wir tatsächlich auch die Variable, die hier in main definiert wurde, in dieser Methode hier unten manipuliert wurde. So, zwei Sachen möchte ich noch zu diesem Thema sagen. Neben ref ist auch out möglich. Wie man hier sieht. Was hier eben sein kann, ist, wenn wir out angeben, dann müssen wir auf jeden Fall eine Änderung vornehmen. Also diesem Parameter einen bestimmten Wert zuweisen. Beispielsweise hier die 51. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass dieser Wert schon initialisiert war. Und das ist eben der Unterschied von out zu ref. Wenn ich jetzt hier diese Zuweisung wegnehmen würde, sehen wir, dass wir hier einen Fehler bekommen, der eben sagt, dass wir diese innerhalb der Methode diese Zahl noch nicht manipuliert haben. Und wenn wir hier out angeben, müssen wir das machen. Also mit diesem out haben wir letztendlich die Möglichkeit, zusätzlich zum Rückgabetypen eben noch weitere Parameter sozusagen als Rückgabetyp oder Rückgabewert zu missbrauchen. Genau dafür ist dieses out gedacht. Wenn wir aber keine Manipulierung vornehmen wollen, reicht ref. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Also out sind letztendlich zusätzliche Rückgabewerte, die man als Parameter definieren kann. Der zweite Punkt ist natürlich, diese Modifizierer ref und out, die wir gerade gesehen haben, die kann man nur mit Wertetypen einsetzen. Also wenn ich versuchen würde, das bei einem, was weiß ich, Gehaltsrechner, den wir hier an der Seite haben, einzusetzen, dann macht ref nicht wirklich Sinn, weil wir dann eben die Referenz auf eine Referenz bekommen. Also das macht nur in sehr, sehr wenigen Teilen des Codes Sinn, dass wir sozusagen eine Referenz umbiegen. Das sollte man letztendlich nicht so machen. Es ist zwar nicht verkehrt, dass man auch bei Referenztypen ref und out anwendet, machen sollte man das aber nicht, weil es einfach den Code unnötig kompliziert zu lesen macht. Und das sind so noch die beiden Tipps, die ich zu diesem Thema Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.